Unter Astraphobie bzw. Astrapophobie, von dem altgriechischen Begriff Astrap für Blitz, versteht man die übersteigerte Furcht vor Blitz und Donner. Betroffene fürchten in erster Linie, von einem Blitz getroffen zu werden, weshalb sie es vermeiden, bei Gewitter das Haus zu verlassen. Doch auch zu Hause fühlen sich Astraphobiker während eines Gewitters nicht wirklich sicher. Symptome, die während einer Angstsituation auftreten können, sind unter anderem Schweißausbrüche, Panik, Zittern, Übelkeit sowie Herzrasen. Diese Symptome können abgeschwächt werden, indem man beim Gewitter nicht alleine ist. Betroffene verstecken sich während eines Gewitters oft unter ihrem Bett oder an einem anderen Ort, der ihnen Sicherheit gibt. Auch versuchen Astraphobiker oft, sich die Ohren zuzuhalten, um das Geräusch des Donners abzudämpfen. Betroffene achten auch oft darauf, immer auf dem aktuellen Stand der Wetterprognose zu sein, um vor möglichen Gewittern gewarnt zu sein. In extremen Fällen können Betroffene nicht das Haus verlassen, ohne den aktuellen Wetterbericht zu überprüfen. Im schlimmsten Falle führt diese Angst zu Agoraphobie, der Angst vor dem Rausgehen allgemein. Besonders Kinder fürchten sich oft vor Gewittern, von einer Phobie spricht man da allerdings erst, wenn dieser Zustand länger als 6 Monate anhält. Auch Hunde leiden sehr oft unter dieser Phobie, laut einigen Studien sogar bis zu 30%. Die wohl beste Methode, um diese Angst zu überwinden, ist, sich dem Gewitter bewusst auszusetzen, um damit eine gewisse Immunität gegen die Furcht zu entwickeln. Auch langsames Ein- und Ausatmen kann hilfreich sein. Bei Kindern ist es ratsam, sie mit Spielen oder Ähnlichem abzulenken. Funktioniert dies nicht, kann man dem Kind auch durch die eigene Furchtlosigkeit vor Gewittern zeigen, dass es sich nicht zu fürchten braucht. Gewaltiges Donnergrollen erfüllt den Himmel. Ein monströser Blitz streckt seine Glieder nach unschuldigen Erdenbewohnern aus. Die Atmosphäre ist bis zum Explodieren geladen. Selbst hier in meinem angeblich sicheren Zuhause kann ich das Knistern spüren. Ich habe bereits jegliche elektronischen Geräte ausgeschaltet und ausgesteckt. Ich müsste eigentlich sicher sein. Für den Fall der Fälle habe ich schließlich noch meinen Blitzableiter. Wenn er denn überhaupt funktioniert. Schließlich kam er bis jetzt nie zum Einsatz. Ich muss einfach hoffen, dass ich dieses Unwetter heil überstehe. Was anderes bleibt mir ohnehin nicht übrig. Erneut trifft Satans Zorn in Form von gewaltigen Donnerkeilen auf die Erde. So muss es sich anhören, Seelen in der Hölle verbrennen. Mit jedem Blitzschlag verkrieche ich mich tiefer und tiefer unter meiner Bettdecke, bis ich zusammengekauert mit zugehaltenen Ohren erstarre. Nach einer gefühlten Ewigkeit verziehen sich die Gewitterwolken wieder. Ich fühle mich wiedergeboren. Ich stehe auf, strecke meine Glieder und erfreue mich an der Tatsache, noch am Leben zu sein. Zumindest so lange, bis mich der Donnerdämon endgültig mit sich nimmt. Hallo Leute, hier ist wieder euer Tintenbaron. Ja, und leider muss ich euch mitteilen, dass es fürs Erste keine neue Phobicon-Einträge mehr geben wird. Ja, ich habe halt momentan, möchte ich mich halt einfach auf andere Sachen konzentrieren. Es werden aber definitiv auch welche kommen, ja. Wie lange diese Pause gehen wird, kann ich euch ja leider auch nicht sagen. Ich werde mich aber in Kürze dazu äußern. So, einen Phobicon-Eintrag wird es aber vor dieser Pause noch geben. Und dieses Mal dürft ihr euch nicht nur die Phobie aussuchen, sondern auch den Gastsprecher. Ja, schreibt einfach unter dieses Video, welchen Gastsprecher ihr gerne im nächsten Phobicon-Eintrag sehen wollt. Ja, und der halt dann am meisten in den Kommentaren erwähnt wird, den versuche ich halt dann als Gastsprecher zu gewinnen. So, bitte habt Verständnis, dass es besonders bei allzu großen Vertonern schwer werden kann, die zu erreichen. Ja, und generell kann ich natürlich auch niemanden zwingen, als Gastsprecher mitzumachen. Ja, in diesem Fall werde ich dann einfach versuchen, den Zweitplatzierten sozusagen als Gastsprecher zu gewinnen. Ja. Was sonst? Ach ja, die Auswertung der Kommentare findet dann sozusagen in einer Woche statt, nach dem Release dieses Videos, also am 23.07.
So, des Weiteren hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Links hier kommt ihr zum letzten Phobicon-Eintrag. Und falls denn der nächste schon draußen ist, findet ihr diesen rechts hier. So, viel Spaß noch auf meinem Kanal. Euer Tintenbaron.